Wir waren so wie in einem Ballon drin mit jensten anderen Leuten. Und du hast einfach wirklich vorne am Horizont, wo die Sonne aufgegangen ist, hast einfach gesehen, wie Bomben fallen, oder? Zemljo, Bogu mila, krvi me da. Tvoja raja svijetom pliva, nove vođe priziva. Mein Name ist Amel Celilovic, ich komme von Bosnien und ich mache Schweizer Rap unter dem Künstlernamen Bosnak. 1992 in die Schweiz gekommen, und wo der Krieg angefangen hat, dann sind wir fort. Mit einem Boot sind wir auf Italien. Das ist kein Text, nein, das sind Erfahrungen. Als der Krieg ausgebrochen ist, sind wir eigentlich auf dem Bauernhof von meiner Grossmami. Und wir sind dort durch den Wald mit meiner Mutter und Schwester. Mein Vater hat ja alles organisiert und ist ja nachher angekommen. Ich war jung, etwa 4 Jahre alt. Und der nächste Halt ist das wunderschöne Schweizer Land. Hat meine Mutter an der Hand. Und wir sind einfach 3 Tage durch den Wald durchgegangen und haben gehofft, dementsprechend, dass uns nichts passiert, oder? Du weißt nie, ob es irgendwo im Hinterhalt irgendjemand ist, oder? Und das war halt so die Angst, die wir diese 3 Tage hatten. Und in der Nacht musst du halt ein bisschen schauen, einerseits, hey, irgendwie Snipers, die nur darauf warten, oder? Oder natürlich auch wilde Tiere, oder? Die Gefahr war, dass wir umgebracht werden. Unser Leben ist dran gehangen, oder? Und ich denke mir, verdammt nochmal, ich will noch leben. O Zemljo, Bogu mila, krvi me da. Tvoja raja svijetom pliva, nove vođe priziva. Ovo nije inat, nije ni sevda. Ich stelle mir vor, Krieg bricht in der Schweiz aus, oder? Hey, ich habe auch da mein gewohntes Lebensumfeld, meine Freunde und so. Und dann lass das einfach alles hinter dir zurück. Also wäre der Krieg nicht in dem Sinne entstanden, dann wäre mein Daddy heute, oder jetzt vielleicht nicht mehr, aber Fußballprofi gewesen. Und meine Mami hat in dem Sinne in einer Bank gearbeitet, oder? Also da hätten wir nicht in dem Sinne von null auf müssen wieder alles aufbauen, sondern hätte dort können in dem Sinne auf dem Level bleiben, oder? Und dementsprechend bin ich auch extrem auch von Armut, oder meine Familie ist auch extrem von Armut in der Schweiz betroffen gewesen, wo wir da angekommen sind. Als wir dann in Italien angekommen sind, hat meine Mom den falschen Zug verwischt. Und eigentlich haben wir irgendwo einen anderen Ort in Italien wollen hingehen, und dann sind wir einfach in der Schweiz gelandet. Der Ort, wo wir uns hier befinden, ist eben in Embrach. Und da bin ich eigentlich ins Asylzentrum. Dort sind wir gelandet, wo wir ungefähr plus minus ein halbes Jahr, gelebt haben. Also das Asylheim ist eigentlich so aufgeteilt, dass du eben etwa 12 Quadratmeter, das ist eine 4-köpfige Familie drin, und du hast noch einen Kühlschrank dort. That's it. Und für das, dass wir ein halbes Jahr, dort waren, sind halt wirklich viele Erinnerungen. Weil es einfach so prägend war. Weil das erste daheim in der Schweiz war. Oder? Hörst du die Musik? Das ist so richtig. Diese. Ja, yeah, ja. Yeah. Pro erwachsene Person hast du 4 Stutz bekommen. Ich bin mit 3,5 etwa beschnitten worden, oder? Dann zurückgekommen vom Krankenhaus ins Asylheim. Hey, das war eine riesige Fete. Also, weißt du, so richtige bosnische Party, lelelele, mit Musik und allem, weißt du? Und dann sind die Leute, obwohl sie nichts hatten, sind gekommen. Und ich war so auf dem Bett dort, weißt du, so, habe mich kaum bewegen und so. Und die sind dann gekommen: 10er Nötli, 20er Nötli, 50er Nötli. Weißt du, was ich meine? Und wir haben dann ungefähr plus minus 1500 Stutz gehabt. Und mit diesen 1500 Stutz haben wir dann können die erste Kaution für unsere erste Wohnung in Kloten zahlen. Also, wenn es Traditionen nicht gäbe, wüsste ich nicht, wie wir an das Geld herangekommen wären, sagen wir es mal so. Oder mein bestes Stück hat schon früh eine Geschichte geschrieben. Meine Herkunft ist mir eigentlich
nur einmal im Weg gestanden. Jeder, der ein Witsch im Namen hat, der kennt das. Ich habe 100 Bewerbungen geschrieben, ich habe 2 Interviews bekommen. Also 98 nichts. Und dann konnte ich bei 2 können mich vorstellen und beim einen hat es dementsprechend geklappt. Ich bin heute Firmenkundenberater. Das heisst, ich berate Unternehmen beraten in der Pensionskasse. Das Settle Down, so das Gefühl, so, hey, das ist jetzt dein Zuhause und so. Jetzt musst du quasi nicht mehr weiter flüchten oder so. Und das gibt mir die Wohnung schon sehr. Ich glaube, vor allem meine Mami, die ist extrem stolz auf mich. Ja. Von Embrach, Kloten, nachher Zürich, nachher Schule, Lehre, Studium, Weiterbildung und so weiter und so fort. Schon etwas, wo, weißt, wenn sie da in ihrer bosnischen Community ist und so, dann sagt sie immer so, ja, weißt, mein Sohn, der Professor. Da bekomme ich immer den Kotzreiz, ehrlich gesagt, auch, wenn ich dann muss von irgendwelchen Leute hören, ja, aber du bist anders. Weil das «du bist anders» bedeutet nichts anderes. Ich habe schon ein konkretes Bild von jemandem aus deinem Land. Nur, dass du sagst, ich wäre anders, zu mir Honig ums Maul schmieren, macht deine Voreingenommenheit und dein, in dem Sinne, Rassismus auch nicht besser. Ja, ganz klar. Also, weißt du, zum Beispiel auch früher, es ist am Fall, wo ich in Zürich in die Schule gekommen bin und nachher musste ich sagen, ja, ich bin im Asylheim gewesen und so. Hey, ich habe mich am Fall, keine Ahnung, bis in welches Alter, ist mir das unangenehm gewesen, fast ein bisschen so geschämt, weißt du, was ich meine? Und erst mit dem Erwachsenwerden und so bist du mit dem Thema viel einfacher umgegangen, oder? Aus meiner Perspektive war es so, der kleine Bub aus Bosnien kommt in die Schweiz, macht seinen Werdegang, reißt sich den Arsch auf, in dem Sinn, dass er die Lehre macht, studieren, und so weiter und so fort. Und in dem Sinn habe ich doch genug bewiesen, dass ich mich gut integrieren kann. Ich möchte ehrlich gesagt den Kampf nicht noch 30 Jahre weiterführen, oder? Für mich wäre es mega schön, wenn es dann heisst, doch, hey, das Thema ist gegessen.